Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays von Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch in dieser Banditenstadt und Banditendorflager und haben jetzt hier vier Banditen gekillt und den Typen befreit, der die Gegend hier ausmessen soll. Und jetzt sollen wir ihm folgen. Okay, Slow-Mo, ich dachte, er erzählt gleich was. Hinten geht sogar raus. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Übelst hohes Gras. Was tut er hier? Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Der wichtigste Weg und der Bach. Hat das dann bald? Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Fehlt, glaube ich, nur noch die rechte Seite. Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Ah ja, danke. Riesengroßen Brennnesseln, aber die darf ich nicht benehmen. Ich bin gespannt, wie sich das Dorf entwickelt. Ich mag sowas ja. Two Worlds habe ich ja auch gespielt, Teil 1 und 2. Zu 100%. Und bei Two Worlds 2 gab es ja auch so einen Modus. Ich glaube, der Ich hieß. kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Und der Modus hieß, glaube ich, Village. Da konnte man vom normalen Rollenspiel zum Village-Modus wechseln. Und dort konnte man auch sein Dorf irgendwie aufbauen und verbessern. Aber dann auch in den Ego-Perspektive gehen und mit den einzelnen Leuten sprechen. Zum Teil auch Aufträge annehmen und das Dorf verteidigen. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Hier ist viel Platz. Marktplatz.
Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Der Dorfanger, was auch immer das heißt. So, komm, du hast alles gesehen. Ich bin fertig. Endlich. Alles Nötige wurde begutachtet. Guten Tag. Und Meister Locator? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von... Außerdem ist alles über... Oh je. Das muss alles beseitigt werden, bevor der... Also ist eine neu... Ja. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein... Wir brauchen Holz. Viel Holz. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun. Ich sehe es schon vor mir. Die... Klingt vielversprechend. Alsbald. Ich begebe mich sofort. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach bei meiner Rückkehr mit Herrn Dibble. Gewiss doch. Es wird nicht lange. Ich dachte, ich müsste zurückgehen. Willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig herum. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden Mist... Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung... Tja, Junge. Letzten Endes ist ja, wie du es gesagt... Ich gab mein Bestes. Ich habe vergeblich versucht, sie dazu zu bewegen. Damit war zu rechnen, da Menschen dieses Schlags nur... Welch heimtückischer... Ja, Herr, und gierig obendrein. Sie wollten ein... Ich weiß all deine Mühen für... Wie viele Münzen... Es soll nicht Heinrichs Schaden sein, wenn der... Hier. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislavitz neu besiedelt werden kann. Sehr gut. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Wir haben uns um... Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf. Natürlich brauchen... Es wäre schön, die Alt... Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand. Das dachte ich. Hier fließt ein Bach durch. Und mitten im Dorf befindet sich ein... Ja, und das Dorf ist umringt. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu... Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorf... Dem zukünftigen, jawohl. Das für mehr ist hier einfach... Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude... Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, die bisher geplanten Bauvorhaben sind... Später wird mehr gerodet und für mehr... Aber für den... Wie du wünschst. Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele... Wo finden wir so... Du klingst skeptisch, Junge. Ich habe bereits darüber... Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rattay eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort... Sie werden davon... Aber auch Pflicht, zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt, als ein Zeltlager. Sie werden froh sein. Eine sehr gute Lösung, Herr. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf... Ein ganzes Dorf wieder aufzu... Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier... Einiges an Geld? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. So viel? Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Ich hoffe, ich erlebe das noch... Nun scheint es endlich, die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat... Man kann die Arbeit... Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir... Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und... Wohl wahr. Ich... Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald ein... Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ich meine, mich freue mich. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hier... Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Ich fühle mich geehrt, Herr. Und was das Amt... Wie wäre es mit dir? Herr? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen... Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen... Ich weiß, dass du für Recht und... Wahre Worte. Machen wir Nägel mit... Heinrich?
Hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislavit. Herr, welch große... Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für ein... Aber glaub ja nicht, das wird ein Lottvogt zu sein, heißt nicht, dass man tun und lassen kann. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren. Und außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen teilen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus Was? Selbst... Ich? Aber... Ja, aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an... Ich frage mich, wer dieses... Und ich vertraue zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände, trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger... Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für... Aber, Herr... Ich verstehe deine Bedenken, aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem... Ja, also... Ich meine... Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Wir sind uns einig. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum... Ich weiß nicht, was ich sage. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Thalenberg zuwenden. Sehr wohl, Herr. Lebe wohl, Herr. Ob ich in meinem eigenen Dorf stehen darf? Und nun? Bevor wir auch nur ein Klohäuschen errichten können, müssen wir die gesamte Gegend räumen. Und brauchen viele... Ja. Ich mache mich wohl besser auf. Tu das. Dem Vogt wird die Sache sehr gelegen kommen. Er wird die Vertriebenen los und die Bürger... Ich bleibe hier und mache mir Gedanken über die Bauplätze. Und... Aber wie soll ich das alles bezahlen? Vor allem hätte ich vorher gewusst, dass hier so viel Zeug rumliegt, dann hätte ich nicht mein... Schade, kann ich nicht benutzen. Hätte ich nicht mein eigenes Geld benutzt, um... so viel neu zu kaufen, zumal ich hier tatsächlich gute Sachen gefunden habe. Rüstung und Helm. Das ist Hauptquest. Rattai hieß es doch, oder? Bin ich jetzt doof? Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Aber trotzdem sehr spannend. Da ist es. Rattai war richtig. Aber das zählt als Nebenquest. Ich muss erst eine wegmachen. Okay, dann will ich doch mal hoffen, es ist bei Tage. Dass nichts passiert. Meiden 100%, sehr gut. Ich frage mich, warum er jetzt trotzdem den Weg geht, wo er doch rechts hätte lang gehen können. An all diesen Dörfern vorbei. So, hier hatte ich meistens einen Wanderer. Na, kommt er da gerade? Okay,
Okay, jetzt passiert wahrscheinlich nichts mehr. Ich werde langsam hungrig. Im wahrsten Sinne. Im Spiel und in echt. Ich werde auch, glaube ich, gleich erstmal eine Essenspause machen. Ui, ist doch schon dunkel geworden. Aber die Quest gebe ich noch ab. Ich werde bestimmt gleich ermahnt, dass ich keine Fackel benutze. Vor allem hatte ich ja jetzt die Quest, dass ich hier viele von den Skalitzern Leuten verdammt habe zum Wasser holen und Scheiße tragen. Die hätten sich bestimmt doch eher gefreut. Oh. Nein, nein. Eher gefreut, in dem neuen Dorf zu arbeiten. Oh ja, mach alle Türen zu. Grüß dich, werter Herr. Meister Vogt, nichts war. Muss ich nicht mit ihm quatschen? Dem Ratter, Herr Vogt, das Dokument. Doch, eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bug. Na toll. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, ich habe doch Essen dabei. Ich kann ja erstmal essen. Nicht eben aus der Kiste da die Äpfel genommen? Aber wo sind die jetzt? Ich habe auch kein Geld dabei, weil das auch in der Kiste ist. Ach, scheiße. Na gut, ist egal. Wir sind eh über der Zeit. Dann bis später erstmal.